Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie Windows 10 deaktivieren können. Wofür muss man Windows 10 deaktivieren? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich verkaufe jetzt meinen PC und möchte meinen Lizenzschlüssel weiterhin verwenden. Also wenn ich sage, okay, ich möchte nicht formatieren, aber ich möchte meinen Lizenzschlüssel weiterhin behalten, dann reicht es, wenn Sie Windows 10 deaktivieren, damit Sie dann auf den nächsten PC, den Sie sich kaufen, Ihren Schlüssel weiterhin verwenden können. Also, Sie müssen Ihren PC nicht formatieren und neu aufsetzen oder komplett formatieren, wenn Sie ihn hergeben möchten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Windows 10 deaktivieren können. So, wir drücken hier auf unser Windows-Zeichen und tippen hier CMD ein. Dann klicken wir das mit rechts an und sagen, als Administrator ausführen. Das ist ganz wichtig, sonst klappt das nicht. So, ich habe hier den Befehl schon kopiert, das heißt SLMGR Abstand slash UPK. So, das kopieren wir, drücken wir hier STRG V und Enter. So, wir bekommen nun folgende Meldung oder folgendes Fenster. Der Produktkey wurde erfolgreich deinstalliert. Wir können das Ganze jetzt auch kontrollieren, ob wir das auch wirklich gemacht haben, indem wir hier auf unser Startsymbol klicken und dann auf Einstellungen. Und dann haben wir hier diesen Punkt hier, Windows Update, Wiederherstellung und Sicherung. Hier klicken wir drauf und jetzt klicken wir auf Aktivierung. Und nun sehen Sie, Windows ist nicht aktiviert. Das heißt, wenn wir Windows wieder aktivieren wollen, dann müssen wir das wieder in der Eingabeaufforderung machen. So, wir starten hier wieder unsere Eingabeaufforderung oder ich habe es hier offen und ich habe mir hier wieder den Befehl kopiert, dieser heißt SLMGR Abstand IPK und dann euren Produktkey. Natürlich statt eurem Produktkey gebt ihr den Windows Key ein, den ihr habt auf eurer CD. So, ich kopiere mir wieder den Befehl. Kopieren. Das füge ich hier ein. Abstand. Und nun gebe ich meinen Schlüssel ein. Wenn Sie jetzt Windows wieder aktivieren wollen und Sie haben ein Upgrade gemacht von Windows 8.1 auf Windows 10, dann müssen Sie gar nichts machen, weil sich Windows das selbst zieht aus den UEFI oder aus dem BIOS. Das heißt, Sie müssen gar nichts machen. Wenn Sie eine legale Version haben, dann wird das automatisch aktiviert. Wie gesagt, das Ganze wird dann aus den UEFI oder aus dem BIOS gezogen. Falls Sie aber Windows 10 natürlich gekauft haben aus dem Store, dann müssen Sie natürlich Ihren Produktkey eingeben. Das sehen Sie dann hier, ob das dann passt, sehen Sie dann hier natürlich bei der Aktivierung. Wir haben nun 5 Minuten gewartet und wie Sie sehen, steht hier Windows ist aktiviert, das heißt, ich habe hier nichts machen müssen, es wurde automatisch aktiviert. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.